Hybrid Airplane ist eine Firma, die es schaffen kann, ein vergessenes Flugkonzept, leichter als Luft, wieder zum Leben zu erwecken. Von der Zukunft erwarte ich Schritt für Schritt eine Skalierung zu größeren Objekten hin. Nächstes Jahr wollen wir 5 Kilo befördern können, übernächstes Jahr 10, danach 25 und dann wollen wir zum bemannten Flug kommen. Wir möchten natürlich dafür sorgen, dass diese Technologie breit zugänglich wird und sich jedermann eigentlich direkt davon überzeugen kann, wie gut dieses System funktioniert und von den Vorteilen, die es selber erfahren kann. Es ist die Kombination der Menschen, die mit Überzeugung und Fachwissen hinter ihrem Produkt stehen und das Produkt selber, was einmalig ist, was Haero ausmacht. Es ist ein Flugobjekt, das ganz neuartig ist, das es so noch nicht gibt. Das schön leise ist, ja, man hört das gar nicht, es fliegt so durch die Gegend und man braucht keine Angst haben, ja, dass es jetzt auf einen herabstürzt wie so andere Drohnen, ja, die ja doch ein bisschen ja, einem Angst machen können. Und ich finde es ganz toll, dass das auch größere Dimensionen haben soll später. Chaba kam in diesen Raum, war angekündigt, saß mir auf dem Stuhl gegenüber und hat mir von dieser fliegenden Linse erzählt, mir Bilder gezeigt, dass sie ein Fluggerät gebaut haben, das auf der einen Seite in jede Richtung fliegen kann und auf der anderen Seite aber auch in der Luft stehen bleiben kann. Ja, wir entwickeln von klein nach groß im Wesentlichen, um die Risiken sowohl auf Investorenseite als auch bei uns auf der technischen Seite zu minimieren. Da helfen unheimlich gut die heutigen Technologien wie der 3D-Drucker beispielsweise, die CAD und CAE Computer Aided Engineering Tools und Instrumente. Begeistern tut mich an Haero, dass eine lange Flugzeit möglich ist, gleichzeitig aber auch für unseren Einsatzgebiet, dass über eine entsprechende Überwachung unserer Parkdaten möglich wäre, was gleichzeitig auch wiederum bedeutet, dass wir effizienter gegenüber anderen Wettbewerbern werden. Sie haben sehr geschickt sich schon aufgestellt, schon positioniert, aber sehen selber, dass Sie jetzt an der Schwelle stehen, wo Sie durchaus Unterstützung gebrauchen können. Aber Sie wählen von Ihrer Seite aus auch immer sehr geschickt aus, mit wem Sie kommunizieren und mit wem Sie kooperieren. Und ich glaube, das ist das Interessante. Ich freue mich total, ein Startup zu betreuen, das schon relativ reif ist vom Prototyp her oder vom Produkt her, aber das jetzt eigentlich fliegen lernen muss. Die Firma wird wachsen und sie wird Erfolg haben, da bin ich mir sicher, weil das Produkt einfach stimmt. Egal wie groß oder klein die Summe ist, die man bei uns investiert, sie wird dafür sorgen, dass wir in Zukunft der großen Vision fliegen ohne Emissionen, fliegen ohne Öl zu verbrennen, fliegen ohne Kerosin zu verbrennen, näher kommen. Investierst du über Crowdfunding in Hybrid Airplane Technologies? Dann winkt hier nicht nur die relativ hohe Rendite, die auf dich wartet, sondern damit beflügelst du tatsächlich unsere Zukunft, die Science-Fiction-Gedanken, die zu Realität werden sollen, dass gerenderte Bilder nicht nur schöne gerenderte Bilder im Internet oder auf Facebook sind, sondern anfassbare Technologien, in die man sich reinsetzen kann, die man benutzen kann und ja, in eine effizientere, grünere und gesündere Welt.